50 Jahre Innovation. Highlights der bemerkenswerten Beschichtungsentwicklung bei Hoya Vision Care. Ein denkwürdiges Jahr in der Geschichte von Hoya Vision Care. Die erste Antireflexbeschichtung für Mineralgläser wird eingeführt. Technologische Fortschritte. Hoya ist das erste Unternehmen, das eine Antireflexbeschichtung erfolgreich auf Kunststoffgläser aufbringt. 1980. Weniger Reflexionen, höhere Lichtdurchlässigkeit. Die zweite Generation der Antireflexbeschichtungen ist da. 1983. Hoya entwickelt die erste Aquabeschichtung für Antireflexgläser und bietet erstmals Kunststoffgläser mit wasserabweisenden Eigenschaften an. 1985. Die Einführung der ersten Hartbeschichtung von Hoya, einer kratzfesten Grundschicht für Kunststoffgläser, bestätigt Hoyas Engagement für weniger empfindliche Kunststoffgläser. 1987. Adhäsion zwischen den Schichten einer Mehrfachbeschichtung ist von großer Bedeutung für hohen Sehkomfort und lange Haltbarkeit. Hoya erreicht mit seiner sogenannten Substrate Matching Technology einen Durchbruch in diesem Bereich. Die Substratabstimmung gewährleistet eine perfekte und haltbare Verbindung zwischen dem Kunststoffgrundglas von Hoya und den anorganischen Beschichtungsmaterialien. 1991. Mit der Einführung von High Vision Aqua beweist Hoya, dass ein verbesserter wasserabweisender Effekt und eine höhere Transmission nahtlos kombiniert werden können. 2004. In diesem Jahr erhöht sich der Komfort für Brillenträger noch einmal. Hoya führt die HVP ein, eine Beschichtung, die sicherstellt, dass jedes Hoya-Glas schnell und problemlos gereinigt werden kann. 2006. Hoya revolutioniert mit seiner neuen Super High Vision Beschichtung den Markt. Super High Vision ist die erste Beschichtung von Hoya, die von unabhängigen Prüfinstituten zertifiziert wurde. Bei diesen Tests wird festgestellt, dass Super High Vision eine bis zu dreimal höhere Festigkeit aufweist als jede andere Beschichtung, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Markt ist. Von nun an können auch Kunststoffgläser beinahe so hart sein wie Glas. 2009. Mit der bahnbrechenden Beschichtung High Vision Long Life definiert Hoya den Begriff widerstandsfähige Beschichtung völlig neu. High Vision Long Life verdient den Titel härteste und widerstandsfähigste Antireflexbeschichtung auf dem Markt.
2013. Hoya stellt seine aktuelle Innovation im Bereich Beschichtungen vor, Blue Control. Blue Control ist eine Beschichtung, die einen Teil des blauen Lichtes reflektiert. Sie bietet das extra an Komfort in einer digitalen Welt, da hier blaues Licht vermehrt ausgestrahlt wird.50 Jahre Innovation bei Beschichtungen hat uns dahin geführt, wo wir heute sind. Wir entwickeln unsere Beschichtungen weiterhin mit demselben Engagement und derselben Leidenschaft wie in unserem Gründungsjahr 1963.